kann dir nichts zurückgeben. Du bist mir sehr, sehr häufig, auch wenn du es nicht wahrhaben willst, ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Gemeinsame Zeit gibst du mir. Schöne Momente gibst du mir. Manchmal auch im Schubser. Viel zum Lachen. Und manchmal gibst du mir das Gefühl, als ob ich hier und da auch für dich da sein kann. Und das ist ein gutes Gefühl. Das letzte Gefühl ist ja nur ein Geben. Das letzte Gefühl ist nur ein Geben. Ja, dass ich dir hoffentlich etwas geben kann. Aber das wäre zu anmaßend. Ich würde mich natürlich freuen. Und jetzt wird zu. Puh. So rum funktioniert das nicht, Liv. Die sind geben und nehmen. Das wird gefährlich. Weil es anmaßend zu vermuten, zu denken, zu behaupten, was du von all dem hast. Das ist nur die reine Hoffnung. Und darum kann ich noch für mich sprechen. Und ich glaube, du möchtest auch diese Sichtweise von mir hören. Auch wenn es was Positives für mich ist, dass du mir etwas gibst. Dass ich das nicht dir verheimliche. Kannst halt nur nicht verstehen. Muss ich mich wiederholen, was du mir alles gibst. Einfach nur hör, lass es nur an dich ran, die Worte, die ich gesagt habe. Block sie nicht ab. Ich weiß einfach nur, wie es sich anfühlt, wenn man immer nur gibt und nichts zurückbekommt. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand anders so fühlt. Schau, und das weiß ich, dass es dir wichtig ist, dass du auch das bei uns weißt. Und darum habe ich damit angefangen, was du mir gibst. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Wertschätzung dir gegenüber. Und darum bedeutest du mir viel. Und das Mana. Rocket Mo, vielen Dank für den Follow.
Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost. Ich dachte, ich schaff's so. Du wirst das hinbekommen. Du musst nur an dich glauben. Ich hab an mich geglaubt. Ich dachte, ich schaff es. Nee. Kleine verletzliche dumme Olivia zurückzulassen. Und es daraus zu schaffen. Aber ich glaube, ich zerbreche. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Ich dachte, ich weiß, wie ich meine inneren Reden finden kann. Die Arbeit. Da ist aber eher eine Qual. Und verstehe das bitte nicht falsch. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Aber ich habe mich trotzdem verloren. Keine Ahnung, wer ich überhaupt noch bin, was ich hier überhaupt mache, wo ich hin möchte. Weil ich einfach nicht mehr weiß, was
hoffentlich mal meine Träume waren. So jeder, so Kindheitsträume, Wünsche, die man irgendwann mal entwickelt, Teenager ist. Was man mal sein möchte, wenn man groß ist. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hab. Sie haben alles. Macht, was mir gesagt wurde. Selber drüber nachgedacht. Was ich überhaupt möchte. Geht dir an, wieder kleine Schritte auf diesen Weg zu gehen. Erinnere dich an unser Gespräch mit dem Sand, den man durch seine Zehen drückt. Durch den Reissack, durch den man seine Hände. Mit dem man mit seinen Händen durchfährt. Beginn mit den kleinen Sachen. Egal, was ich aktuell mache, ohne ist das falsch. Setze ich mich sehr ein im DOJ, ist es falsch. Mache ich zu wenig, ist es falsch. Durch Teamplayer zu fallen, ist es falsch. Das alleine zu machen, ist falsch. Zu machen, was der Chief sagt, ist falsch. Nicht zu machen, was der Chief sagt, ist falsch. Wollen euch nur eine Seite der Medaille an. Etwas im Team zu machen, ist auch richtig. Etwas alleine zu machen, ist richtig. Der Chief sagt dir auch Sachen, die du gut machst. Du hast vielen Leuten geholfen. Erinnert sich häufig nur an die Momente, die irgendwie schief gelaufen sind. Ja, aber nicht nur aber ich. Einen kleinen Fehler gemacht. Als noch unerfahrene Staatsanwältin. Der wird mir jetzt für immer nachgehalten werden. Ja, aber du hattest doch da ein COCP. Liv, jetzt mein Leben lang waren seine Worte? Ganz zum Schluss, als du vielleicht diese nicht mehr hören wolltest? Dass das alles gar keine... Und? Hat mir trotzdem nachgehalten. Und damit meine ich jetzt nicht das Empire. Wer soll dir das nachhalten? Ethan. Scheiß auf Ethan. Was gibst du auf ihn? Was bedeutet der? Der ist so belanglos. Trotzdem, Kollege. Dem ich sicherlich irgendwann mal wieder zusammenarbeiten muss. Ich bin davon überzeugt, dass das dann auch funktionieren wird. Er ist ein komplizierter Mensch. Er ist ein Rowdy. Auch ein Depp. Aber nicht so, als wäre ich nicht kompliziert. Oder du. Aber es gibt Leute, die denken auch über das Leben, über sich selbst, über andere nach. Und es gibt auch andere, die poltern nur durchs Leben und hinterlassen nur einen Scherbenhaufen. Kompliziert, gebe ich dir recht, ist jeder von uns. Mehr oder weniger auf seine Art. Aber es gibt Leute, die können damit umgehen, die liebevoll kompliziert sind, empathisch, verständnisvoll oder einfach nur durchpoltern.
wäre manchmal einfach gern wieder die eine traurige und ängstliche Elf, die sich unter der Bettdecke versteckt, bis alles vorbei ist. Aber leider hat diese gelernt, dass es nicht vorbeigeht, nur weil man sich versteckt. Aber die Gründe, warum es nicht vorbei sind, vorbeigeht, sind passé. Wenn du dich heute in eine Bettdecke mummelst, weißt du, dass am nächsten Tag die Sonne wieder scheinen wird. Und aus der Küche wird Kaffeegeruch und warme Brötchen dich aufwecken. Wenn es so einfach wäre, Owen. Dann würde ich so geprägt, dass ich immer noch auf die Strafe warte, die jemanden erzählt habe. Die Strafe wartest, auf die du niemandem erzählt hast? Dass ich auf die Strafe warte, weil ich es jemandem erzählt habe. Vielleicht Basel. Alles, was auf Arbeit passiert, ist die Strafe. So, dass ich jetzt in Frage stelle, ob ich das wirklich noch weitermachen möchte. Vielleicht kommen die Strafen jetzt anders. Du hast mich abgehängt. Für was meinst du, bestraft werden zu müssen? Dafür, dass ich dir gesagt habe, was mir passiert ist. Denkst du, das weiß irgendjemand anderes, Owen? Denkst du, ich habe jemals darüber gesprochen? Du meinst, es war ein Fehler, es mir oder einer weiteren Person im Allgemeinen zu sagen? Bei den Untersuchungen zu Charlies Tod war es gut, dass ich niemandem erzählt habe. Ein wunderbares Motiv, nicht wahr? Ich stelle mir vor, wie dieser Staatsanwalt, der sich damals so in mich verbissen hat, tatsächlich immer noch zu Hause hängt und überall Zeitungsartikel mit roten Fäden von links nach rechts verfolgt, um mir immer noch was anzuhängen. Das ist aber auch Vergangenheit. Warum meinst du, bestraft werden zu müssen, nur weil du jetzt dich einem anderen Menschen geöffnet hast? Ich das so gelernt habe. Jahre prägen auch. Oder irgendwann richtig erfinderisch, wo ich jetzt wieder Verletzungen her habe und gute Geschichten erzählen. Und immer ausgefeilter. Mehr Details. Verliere gerade die erste Träne seit 3 Jahren. Wie gesagt, weiß nicht, man ist es ja immer ganz gut oder weiß nicht, was du darüber gedacht hast, aber nach meinen Narben zu fragen und wo hast du die denn her und die und ich glaube, keine einzige Geschichte stimmt. Aber ich gehe fest davon aus, dass du sie mir alle abgenommen hast. Meinst du, es war nicht das dein gutes Recht, eine Geschichte diesbezüglich zu erfinden, weil ich habe
jedes Verständnis dafür. Genau so habe ich es gelernt. Geschichten erzählen, nicht die Wahrheit. Und jetzt hast du mir einmal die Wahrheit erzählt. Mhm. War schlecht? Nein. Mhm, doch. Ich bin noch immer an deiner Seite. Mhm. Und habe dir meine Hand angeboten. Dich? Eine offene. Und gleichzeitig weiß ich nicht mehr, ob ich den Job machen möchte, für den ich immer gearbeitet habe. Den ich hingearbeitet habe. Der mir eigentlich einen inneren Frieden zurückbringen sollte. Deswegen meinte ich, vielleicht kommen die Strafen jetzt anders. Und dann... Ach Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage, aber... Wenn das so wäre... würde ich mir fast meine Vergangenheit zurückwünschen. Weil darauf war ich immer gefasst. Wie ich das richtig verstanden, dass du dich verletzlich fühlst, weil du einem anderen Menschen die Wahrheit erzählt hast? Wenn du es so nennen möchtest. Oder nenn es... ich warte immer noch jede Sekunde darauf, es zu bereuen. Wo wir uns hier in Los Santos trafen. Wie ging es dir da? Ich weiß ja nicht, wie lange das alles her ist. Meinst du das mit Charlie Stroth? Als du... Darf ich fragen, seit wann er tot ist? Februar. Wie ging es dir ab der Zeit ab Februar bis Los Santos? Ja, ich war ja zunächst noch in Boston. Man kann ja nicht einfach wie im Film von heute auf morgen seine Sachen packen und einfach abhauen, das geht nicht. Job, Staatsanwältin, den Staat verpflichtet, Mindestlaufzeit ein Jahr, eine Wohnung, Geld. Hattest du da deine innere Ruhe? Nein. Deswegen bin ich abgehauen. Hoffnung, dass ich alles zurücklassen kann, neu anfangen. Bist du dir so sicher, dass die innere Ruhe gekommen wäre, wenn du dich einem anderen Menschen nicht geöffnet hättest? Wie gesagt, als ich hier in Los Santos ankam, seit ich Staatsanwältin werden durfte, erste Fälle, erste Verurteilungen, Strafbefehle. Das hat mir schon Ruhe gebracht. Wenn ich denn der Meinung war, dass es die Gerechtigkeit war. Ich habe darüber gesprochen, was passiert, wenn ich der Meinung bin, dass die Gerechtigkeit gerade nicht gesiegt hat. Weil ein gewisser Richter einen Freispruch gemacht hat, weil er nicht zuhören kann.
Wie gesagt, aber dann wurde irgendwann alles falsch. CJ einsetzen, Dinge tun, falsch. Rücknehmen, nicht so viel tun, falsch. Sich endlich mal um eine kriminelle Gruppierung kümmern, die sich sonst keiner kümmert. Die OCP. Das Ganze runterschlucken, mich interessieren lassen, weiter um die Gruppierung kümmern. Even Grant. Leuten zuhören. Dinge anregen, Dinge tun, wie sonst keiner tut, Gespräch mit dem Chief. Was glaubst du, warum die Leute mich so häufig anrufen, Owen? Weil sie dich wertschätzen. Was glaubst du, warum die Leute zu CJ kommen und nach Frau Sane fragen? Weil du die erste Wahl kümmere. Bist. Weil ich den Leuten zuhöre. Und zwar nicht nur denjenigen, von denen man ausgeht, dass sie ehrbare Bürger sind. Ich höre allen zu. Ich höre einem Mikey Booth zu. Weil der genauso ein gutes Recht hat, vielleicht einfach mal ein COCP anzustoßen, wenn er tatsächlich ungerecht behandelt wurde. Auch wenn wir alle wissen, dass er ein Straftäter und es weitermachen wird. Aber vielleicht hat er in dem Fall einfach Gerechtigkeit verdient. Da siehst du doch, dass du diese Wertschätzung bekommst. Von wem willst du die haben? Von irgendeinem Menschen in einem Palast? Oder von der Gesellschaft? Das Problem ist nur, ich kann denen nicht helfen. Weil dann ständig gesagt wird, sie haben ihre Kompetenz überschritten, Frau Zane. Oder ich komme irgendwo nicht weiter, weil andere Leute es plötzlich nicht interessiert. Weil ein Richter sagt, es reicht nicht. Die Interne vom PD sagt, ja, kümmern uns. Und dann die Leute wieder zu mir kommen, ja, Frau Zane, wie sieht's denn aus? Wissen Sie was? Wurde sich gekümmert? Wenn Sie, was ich sagen kann, ist, ich weiß es nicht. Und ich verstehe nicht, warum andere Staatsanwalt geworden sind, um andere zu bestrafen. Das ist ein Unterschied, Leute bestrafen zu wollen oder Gerechtigkeit suchen zu wollen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ein Grant möchte bestrafen. Mikey Booth, abgestempelt. Straftäter. Erzählt mal etwas von Polizeigewalt. Wurde schlecht behandelt. Naja, ich ihm gar nicht zu. Aber wenn er was anstellt, $20,000. Es ist nicht, wie ich meine Aufgabe sehe. Jeder hat Gerechtigkeit verdient, Owen. Und wenn ich sie schon nicht mehr bekommen kann, das, was mir passiert ist, dann sollen es wenigstens andere bekommen. Die Welt liegt aber nicht nur in deinen Händen. Es ist schon mehr als genug, mit dieser Einstellung das zu bewirken, was einem selbst an Möglichkeiten gegeben wird. Mein letztes kam sogar Miss von Vinewood. DOJ wird ihre Waffen wieder haben. Aus den verschiedenen Akten. Drei insgesamt. Wer hat sich gekümmert? Richtig. Ich bin mit ihr zum PD gefahren. Hat dem PD dann gesagt, dass bitte diese eine Akte aus dieser Akte aus Asservatenkammer jetzt geholt wird und Miss von Weinwood zurückgegeben wird, dass keine Tatwaffe war. In den anderen, in den Akten, keine Konfiszierungen eingetragen. Er hat sich darum gekümmert, welche PD da diese Waffe entgegengenommen haben. Versucht, die Waffen zu finden. Und da will mir Ethan Grant wirklich vorwerfen, dass ich voreingenommen dem Empire gegenüber bin. Ich mich da wirklich eine Stunde lang mit Miss von Vinewood beschäftigt, um ihre Waffen wiederzukriegen.
Leg nicht so viel Wert auf die Meinung anderer. Du weißt, du bist der Mensch, der dir selbst treu ist. Geh deinen Weg. Bin ich das? So wie ich dich kennengelernt habe, auf jeden Fall. Ich kann mich nur wiederholen. Die Welt liegt nicht nur in deinen Händen. Und du machst, wie ich dich kennengelernt habe, so viel mehr, was eigentlich in deinen Möglichkeiten steht. Und reibst dich auf, wenn ich zu dir rüberschaue. Und du wieder die Akten wälzt. Von Telefon zu Telefonat springst. Bleibst dir mal selber bei treu. Du bist für andere da. So viele Leute konnten nach deiner Hand greifen. So vielen Leuten hast du Hoffnung gegeben. So vielen Leuten hast du ein Ohr geschenkt. So vielen Leuten hast du ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und den Platz, deinen Weg durch dieses Wirrwarr, den wirst du bekommen, den wirst du finden. Hör nur nicht die ganze Zeit auf die anderen so doll im Detail, diese detaillierten Vorgaben. Find den Weg, schlängel dich durch, sodass du eben die Gerechtigkeit jeden Menschen in diesem Staat gleich behandeln kannst, ihnen die Aufmerksamkeit gibst. Auch wenn sich's vermessen anhört, diesen Weg, den gehe ich auch. Wie viel Zeit habe ich mir für Willi genommen? Für den Dude? Einfach um auch deren Geschichte anzuhören. Willi sagte zu mir, niemand hört mir zu, jeder stempelt mich direkt ab. Ja. Und wir haben uns, unterhalten. Meinst genauso du wirklich, ein Ethan Grant hätte die Geschichte von Melody Jensen in Frage gestellt, wenn die Devils auf der anderen Seite stehen? Und darum gibt es solche Menschen wie dich. Und vielleicht auch einen kleinen Teil wie mich, der es wenigstens versucht, die nachzueifern. Das ist bei unserer Geiselnahme gesehen, wie wir auf Menschen zugehen, wie wir versuchen. Und wie wir während einer Geiselnahme jemanden davon überzeugen konnten, ein COCP bei uns zu melden. Ich weiß nicht, ob du dich an Frau Atkins erinnerst. Ich überlege gerade. Diese Situation war ist mir. Die andere Dame neben Mikey Booth. Okay. Die uns als Geiseln genommen hat, kam am nächsten Tag ins JJ und hatte ja dann diese Geschichten erzählt. Mit unserem Sicherheitsbeamten, der da Böses gemacht hat. Ja. Und so weiter. Ich bin sehr sicher, wie gesagt, dass Frau Atkins das war, die da mit bei uns stand. Und die kam zu mir, um ein COCP zu melden gegen Officer. Und meinte, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, Frau Zane, wo ich Selbstjustiz walten lasse. Den Tag zuvor war sie noch sehr davon überzeugt, dass es immer Selbstjustiz sein sollte. Man hat sie es auf die andere Art und Weise versucht und ich hoffe, die Richter haben es nicht versaut. Oh, das ist eine kleine Superkraft in dir. Beeindruckend, wundervoll. Oder Anwälte, die mit Anliegen zu mir kommen, die definitiv nur Positives für ihren Mandanten bringen. Glaubst du, irgendein anderer Staatsanwalt würde sich das anhören? Ein Anwalt ankommt und sagt, ich möchte eigentlich noch was Gutes für meinen Mandanten rausschlagen. Du nimmst doch schon heute an Harvey. Wir haben es doch heute schon an Harvey gemerkt, wie er schon uns gegenüber ein bisschen forscher Auftrag trat, nur wegen wahrscheinlich der Verhandlung oder dem Gespräch mit Ethan. Und er dann direkt gemerkt hat, als wir gesagt haben, nee, du hast völlig recht, da sehen wir nicht diese versuchte Körperverletzung. Und er direkt, oh, wow,
gibt. Da habe ich Menschen, wie du schon sagtest. Gibt es Staatsanwälte, die plötzlich sagen, haben wir tatsächlich nicht gesehen. Nochmal drüber nachgedacht und sehen wir auch nicht. Hast recht. Ja, wer sagt das im Anwalt? Er kam zu uns und war eigentlich schon Feuer und Flamme, jetzt reinhalten zu müssen. Und dann haben wir den kompletten Wind aus den Segeln genommen. Das Problem ist nur, dass die Anwälte eben auch mit den anderen Staatsanwälten zusammenarbeiten müssen. Deswegen natürlich uns alle über einen Kamm scheren. Weiß genau, wie ich das jetzt tun. Jeder Mensch, dem du begegnest, spricht dich mit Namen und mit einer hellen Stimme an. Weil auch die ganzen Rocker, die ich immer treffe, dann fragen, Miss Zane? Auch die Rocker. Und Melody bis zu den Rockern. Ja. Zane, der immer noch ein Stranddate mit mir möchte. Siegfried Ulrich, der heute beim Rausgehen aus den Zellen meinte, naja, wenn sie von Mr. Richmond nichts mehr wollen, kommen sie vorbei. Aber jetzt hast du es selbst ausgesprochen. Das sind die positiven Momente. Mhm, ob das so positiv ist. Liv. Hm? Das Zwischenmenschliche. Aber du wirst dann auch auf diesen Menschen einwirken können, der irgendwas mal mit einem anderen vorhat, um zu sagen, sie haben gesagt, ich habe irgendwas gut bei ihnen. Aber ich möchte es nicht, ich möchte nichts Schlimmes von ihnen, sondern lassen sie dieses eine Mal Gnade walten. Und nur diese Macht wirst du dann haben. Sehe es nicht immer pessimistisch, nicht negativ, sondern das, was dir gegeben wird, gegeben wurde, ist einmalig. Diese kleine Superkraft. Die musst du akzeptieren. Und das schaffst du irgendwann. Wie viele neue Staatsanwälte, die wir jetzt hier haben, schauen zu dir auf, fragen dich um Rat. Ja, weil ich die Einzige bin, die tatsächlich ganz normal mit ihnen redet und sie einarbeitet, ihnen Tipps gibt, was wie Musterakten oder Budget-Bürgerakten, wo alle Vorlagen Liv drin sind. Liv. Geht sonst keiner. Liv. Weil sie dich schätzen, weil sie deine Meinung hören wollen, weil sie wissen, auch für die bist du da. Und denen wirst du deine Werte weitergeben. Dann bist du nämlich die eine Liv. Und irgendwann bist du viele. Die einsam sind gesät. Auch nicht auf die anderen, die versagt haben, und reg nicht über die auf, ich über die auf, sondern schau nach vorne und sieh einfach, was du alles bewirken wirst, mit dem Hintergrund, dass du halt alles schon sehr Gutes bewirkt hast.
Und ich werde so lange an deiner Seite sein, solange du mich auch an deiner Seite möchtest. Weil ich es gerne mache. Und mich jeden Tag freue, an deiner Seite sein zu dürfen. Du versuchst schon wieder süß zu sein, oder? Kann schnell umschwenken, denn ich weiß, dass die Zeit endlich ist. Das habe ich häufig gesehen, gemerkt. Dass Freundschaften endlich sind. Was mit James? Tut mir leid. Das hast du nicht verdient, Orm. Also wie du deine Vergangenheit nicht verdient hast. Aber das Mal hat jetzt aus dir einen Menschen gemacht, der so viel Gutes getan hat. Hat sich also gelohnt, ja? Manchmal ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden. Aber man muss versuchen, aus vielem Kraft zu schöpfen. Natürlich passt nicht jede Analogie zu 100% auf eine Situation. Belohnt hat sich das nicht. Lohnen ist das falsche Wort in so einem ganzen Kontext. Aber du hast das Beste draus gezogen. Es ist beeindruckend, nachdem das, was du alles erleiden musstest, ein so offener Mensch bist gegenüber anderen. Ja, Chat, ab so einer gewissen Uhrzeit gibt es bei uns noch ein bisschen Cringe. Jedem eine Chance gewinnst. Hallo, Isel. Und das kannst du nicht verneinen. Nur sofort. Da frage ich mich auch manchmal, wie du das machst, wie du das hinbekommst. Selbstgeißelung, indem du anderen was Gutes tust, für andere da bist. Siehst doch, dass das ermüdend ist. Wie viele Anrufe habe ich jetzt mittlerweile weggedrückt, seitdem wir hier stehen? 5? Waren immer andere Leute. Das war immer Daniel wahrscheinlich. Nein. Jim, Nathan, Andrew. Aber auch das ist okay. Weil auch diese Menschen Verständnis haben. Die Menschen kennen dich. Sie wissen, dass sie auf dich zukommen können, aber auch sie geben dir den Raum. Und das, was du denen an die Hand gibst, die lernen jetzt auch alle laufen. Und sie gehen alle in deinen Fußspuren. So gut wie sie eben können, sonst würden sie sich nicht immer an dich wenden. Und darum brauchst du dich nicht aufreiben, weil es ein Selbstläufer wird. Durch deine kleine Superkraft.
den Weg, den du gehst, der ist sehr gut. Und möglicherweise weiß es auch irgendwer da oben bei dir. Hm? Vielleicht. Und diesen kleinen Gedanken, diesen Keim, gib dem eine Chance. An was denkst du? Gut, ich habe jetzt echt viele Telefonate weggedrückt. Ich muss, glaube ich, sie telefonieren. Und ich glaube 1-0 für dich. Ich habe gerade Mr. Rocket weggedrückt. Ja, dann, wo er zurück war. Mr. Hayes. Miss Same. Miss Hayes. Verdammt. Bitte? Ja, ja, ich habe, es gibt ja noch Mr. und ich habe ihre PD-Nummer noch nicht auswendig gelernt. Entschuldigung. Ja, das ist gut. Wir bräuchten einen Staatsanwalt in den Zellen. Und über die Leitstelle ist niemand mehr zu erreichen. Ja, ja, ist gut, ich komm. Ich komm. Super, gleich. Dankeschön. Alles klar, ciao. Staatsanwalt in den Zellen? Mhm. Hat sich erledigt. Wieso? Ich habe gerade mit Mr. Rocket gesprochen. Und? Seine Worte. Es ging um einen Staatsanwalt in den Zellen. Hat sich erledigt. Aber Frau Hayes hat gerade gesagt, dass ein Staatsanwalt in den Zellen gebraucht wird. Liv, und er kommt. Offensichtlich. Ja, grüße, Liv. Na, Liv, mir kann ich helfen. Du hast irgendwie zweimal versucht, mich anzurufen? Ja, ich brauche einen Pflichtverteidiger. Ach so, okay. Ja, ja. Ja gut, das hat sich dann ja erledigt. Nee, das ist schon ein bisschen her, ja, hat sich erledigt. Okay, alles klar, super. Ja, dann weiß ich Bescheid. Danke, ciao. Miss Hayes? Ja, Miss Hayes, Mr. Rocket meinte gerade, es hat sich erledigt. Hat sich es wirklich erledigt oder sind das unterschiedliche Fälle? Ich frage nochmal nach. Ja. Mr. Rocket? Hat sich das erledigt mit Miss Zane oder nicht? Ja, wir brauchen sie. Gut, perfekt, klasse. Da. Alles klar, dann bis gleich. Hat sich nur mit dir erledigt, Callahan, weil er schon wusste, dass Zane kommt. Was? Ja. Miss Hayes hat Bescheid gegeben, dass ich komme. Daraufhin hast du Rocket angerufen, deswegen hat Rocket gesagt, es hat sich erledigt. Ja, dann komme ich mit. Ich rufe währenddessen Daniel an. Du wolltest schlafen gehen. Ich geh schon mal vor uns ziemlich um. Daniel! Na, Andrew? Was gab's? Hallöchen. Ich wollte mich einmal gemeldet haben. Mhm. Erstmal danke für die ganze Hilfe und die Tipps. Ja, gerne. Hast du ein Haus? Nee, deines Diät habe ich heute leider nicht mehr erreichen können. Ah, Mist. Okay.
aber ich habe ein günstiges Zimmer in Palito Bay bekommen. Okay, okay. Für $65 die Nacht. Ja, immerhin. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und ja, es hat sich alles überschlagen. Ja. Dinge sind geschehen. Sie haben also, du hast also schon einen Job, ja? Ja, ich bin jetzt bei der Black Lotus Logo. Oh, schön. Ja, guck, siehst du? Erst hast du gesagt, einmal, dass du... Ich schau mir das mal an. Hast du gesagt, dass du von mir kommst? Ich, wo tatsächlich, dich habe ich an erster Stelle genannt. Perfekt. Es sind aber noch zwei andere Leute gewesen, die mich quasi direkt dahin geschickt haben. Sehr schön. Jetzt hattest du gesagt, entweder DOJ oder also du hattest ja jedem irgendwie eine Stimme gegeben mit Bullhead, Black Lotus und dem DOJ. Mhm. Dann kam noch jemand und sagte, Bullhead ist ganz gut. Dann waren die kurz in Führung und dann kamen noch zwei Leute, die sagten, Black Lotus ist gut und jetzt nach Punkten 3, 2, 1. So einfach war's. So einfach war's. Ja, wie gesagt, ich hatte dir noch zu bedenken gegeben, dass Black Lotus eher das Strafrecht macht und Bullhead eher das Zivilrecht. Ja, die fanden das aber auch sehr, sehr gut, dass ich mich jetzt mit Vertragsrecht und Firmen. Ja, klar, also ich meine, vielleicht findest du auch deine Sparte bei Black Lotus, klar. Kann ja sein. Ja. Oh. Vielleicht erweitern sie ja ihr Angebot durch dich. Ja, also ich würde es begrüßen. Gut. Sehr schön, freut mich, Andrew. Das ist gut. Ist ja gut gelaufen, ne? Ich habe dir zwar gesagt, nicht direkt arbeiten, guck dich erstmal um, aber na gut, musst ja nicht auf mich hören, ne? Ja, ich arbeite nicht. Ich habe den Vertrag unterschrieben und jetzt sitzen wir in der Tiki Bar. Ah, perfekt. Ja, dann viel Spaß. Tiki Bar, super. Ja, also hier fühle ich mich wohl, hier werde ich öfter sitzen. Na, sehr gut, wunderbar. Viel Spaß, ciao. Dann, ciao. Seine Stimmlage und sein Sprechduktus ist ändert. Auch nicht gegenüber anderen, ja? Ich da noch mal eine vernünftige Antwort drauf? Dann versprich es mir. Und den Menschen, die an Herzen liegen. Okay. So. Mal kurz, ich guck mal. Cringe abgebrochen. Ich glaube, Liv wurde gerade in die Zellen gerufen. Ich schaue mal, ob ich sie noch abfangen kann. Dann würde ich ihr nochmal Bescheid sagen, dass sie dich auch nochmal anruft, wenn sie die Zeit findet, wenn ich sie erreiche. Ja. Und gute Nacht, Ghost. Und hallo alle. Zum Glück, mein Eimer stand voll. Wow, Siggi. Wow. Warum habe ich dich so Mord gemacht? Selbstgeiselung. Richtig. Ja. Ja. Muss das sein? Ja, weißt du doch, Siggi, hä? Natürlich muss das sein. Who you talking to? Streite alles ab. Sag einfach, verweigere die Aussage über meinen Anwalt. Mal richtig. Was erzählt denn hier gerade so viel? Hat der Kopf. Warte mal. Da, ja. Soll ich mal was anziehen, Mann? Sorry. Vielleicht, weil es hier unangenehm war? Wem war was unangenehm? Ich sage nichts oder mein Anwalt. Perfekt. Keine Ahnung, da... Also, wenn...
Wenn sie da jetzt nicht rausgekommen sein sollte, dass es so unangenehm war, dir das zu sagen. Die reden darüber, dass es abgeschlossen war und ich Daniel angelogen habe. Oh, haben die Polizisten gequatscht. Ich von denen. Ich denen sagen sollen, dass sie das nicht sagen. Also, schlechter Move von mir. Wenn ich einen Menschen eingesperrt hätte, ich glaube, ja, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen, gebe ich dir recht, aber man weiß nie, wie der andere Mensch tickt. Schlechter Move von mir. Also andersherum, wenn ich irgendwie im fremden Haus bin, wache da irgendwie auf und muss da irgendwie rauskommen und möchte jetzt nicht unbedingt, dass dieses schlechte Gewissen auf den anderen abladen. Meistens weiß man ja schon, wer unten in den Zellen ist, wenn man sieht, wer oben wartet. Das ist Mr. Eastgate mit Davids? Nee. AOD? Gar nicht. Hallöchen. Hallo, Miss Zane. Sie wollen vermutlich runter. Richtig. Ja, dann bringe ich Sie kurz runter. Dankeschön. Ah, wir haben da so ein paar kleine Teufel gefunden. Hauptsache, es läuft ja nicht gleich wieder alles voll und ich hänge wieder über eine Stunde. Ja, ich hoffe auch nicht, aber also, ich bin hier oben, das ist mir egal. Vielen lieben Dank, ja. Ciao. Ach du Scheiße, ja, großartig. Dankeschön. Bitte, bitte. Das ist einfach, das macht ah, sie haben Scheiße gebaut. Das war nämlich gerade der Walk of Shame, den wir hier gemacht haben. Hallo. Oh, Mensch, hallo. Wir haben uns so lange nicht gesehen hier. Hey, hab klasse. Ich nicht, so, Klaus, können wir wieder was sagen? Oder? Ach, hier. Hey, Miss Richmond, hey, Liv, Zane ist da. Liv, hol mich hier raus, Liv. Komm, ich heirate dich. Oh, geht doch gar nicht. So, diesmal Mr. Rocket, ach, ja. Verdammt, ja, so, wir sind 10:31 beim Uniconnect von Holstenburg. Ja. 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 Wollten ins Gebäude gehen, dann kam besagte Person nach draußen. Ah, mach ich auch unmaskiert. Haben uns dann darauf hingewiesen, dass wohl der Besitzer des Ladens sie des Hauses verwiesen hat. Burke, sie waren drinne? Nee, Race war drinne. Es war niemand zu finden. Es war dort niemand drinne. Die Personen haben sich dann der Maßnahme widersetzt, sind in die Autos eingestiegen. Mhm. Aber nur durch Flucht widersetzt oder? Das ist der Aufbau. Ach so, ja, okay. Ja, okay. Ach so, das ist vernachlässigbar. Verstanden. Okay. Genau. Dann ist Herr Ulrich, der in einem, was war das Coupé, was waren Sie, das Modell? VSDL. Ja. Ist weggefahren, nachdem wir ihn aufgefordert haben, auszusteigen, ist dann nochmal zurückgekommen, dann ausgestiegen, hat die Waffe gezogen. Wir haben ihn darauf hingewiesen, dass er eine Maßnahme ist, was wir ihm vorher schon darauf hingewiesen haben, ja, er ist eine Maßnahme. Ich habe dann die Waffe auch erhoben, ja. Hab ihm gesagt, er soll die Waffe fallen lassen. Die anderen Officer, also Officer Burke hat das ihm gleich getan. Oder mir gleich getan. Und Officer Race da vorne auch. Nolan, waren Sie dann schon wieder da? Ich war da, ja. Genau. Ja, Herr Ulrich hat die Waffe dann runtergenommen. Wir wollten ihn dann Handfesseln anlegen. Und dann ist er auf mich zugerannt gekommen und hat mir... Sie sehen meine Lippe. Ach, ja, Heiliger. Nase. Ich wollte jetzt extra nicht fragen, ne? Aber... Ja. Sieht schrecklich aus. Leider auch, naja, die Lichter sind kurz ausgegangen. Uff. Alles, was danach passiert ist, ich weiß, da wurden dann Tasernadeln gezogen, das müssten Ihnen Officer sagen, die, ja, wo nicht die Lichter ausgegangen sind. Wir haben dann die weiteren TVs, die breit gestreut waren, auf dem Unicorn-Gelände außer Gefecht setzen können, nachdem sie auch versucht haben, auf Officer einzuprügeln. Sie also waren dann alle, die geprügelt haben, ja? Ja, genau, und haben noch auf Officer Burke eingeschlagen. Ja, ich hab mich auch mal verstehen. Genau. Auch zu Boden gegangen? Ja, auch zu Boden gegangen, ebenso ist es. Officer Jones ist nicht zu Boden gegangen, wurde allerdings von diesem Kunibert Fred angegriffen. Mhm. Danach konnten wir direkt alle stellen und festnehmen. Irgendjemanden mit einer Waffe
gewesen? Messer? Naja, Herr Ulrich hatte eine Schusswaffe in der Hand, als wir dieses, man könnte fast sagen, Standoff hatten, ja? Ich ihn drauf gefordert habe, die Waffe runterzunehmen. Ja, genau. Aber geschlagen hat er mit den Fäusten oder mit der Waffe? Ja, ja, nee, geschlagen ja, mit den Fäusten. Nee, okay. Es wurde mit keiner Waffe ausgeübt. Genau. Und ich gehe davon aus, dass sie Anzeige stellen, ja? Mr. Burke, Mr. Rocket. Ja, natürlich, ja. Absolut. Naja, in jeder Art und Weise, ja. Ja, weil leider ist ja auch die schwere Körperverletzung mit Fäusten immer noch ein Antragsdelikt, nicht wahr? Oh Gott. Es ist so peinlich. Ja, es ist so peinlich. Ich habe einen guten Anwalt, also, ne? Natürlich. Also können Sie sogar noch Sachbeschädigung rausholen. Schadensersatz, mein Gott. Ja, natürlich. Ja. Und von einem PT-Fahrzeug wurde auch die Tür abgefahren, ne? Ja, nein! Das, Anmerkung. Das ist ja viel schlimmer als alles andere, was wir bisher erzählt haben. Die war auch manchmal ab, aber die wurde abgefahren. Mr. Rocket, Sie als Assistant Chief. Ja. Wollen Sie Anzeige wegen der Sachbeschädigung an einem Streifenwagen stellen? Ja, natürlich, jetzt wird hier knapp. Alles rein, okay. Also wir haben den Widerstand, wir haben die Sachbeschädigung und wir haben die schwere Körperverletzung in zwei Fällen und die einfache Körperverletzung. Das zählt wirklich als schwere Körperverletzung? Ja, sie sind zu Boden gegangen. Aber nur mit Fäusten ist es ein Antragsdelikt. Wenn er ein Messer benutzt hätte, wäre es kein Antragsdelikt. Dann müsste ich das so verfolgen. Wir merken schon, es ist kompliziert, Mr. Rocket. Wenn Schläge auf sie schlagen und sie gehen nicht zu Boden, ist es eine gefährliche Körperverletzung. Richtig. Zu Boden ist eine schwere Körperverletzung, aber kein Antragsdelikt. Mr. Nolan! Ja, genau deswegen. Und Staatsanwalt werden. Genau deswegen bin ich kein Jurist geworden, ne? Und genau deswegen bin ich in der Ermittlung. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, das ist. Ja, dann haben wir ja alles. Das ist ja easy. Genau, perfekt. Ja, Anwälte haben sie übrigens abgelehnt, wa? Ah, Gott sei Dank. Ich verweigert. Ja, noch besser. Teilweise. Oh Gott, es wird ja immer besser. Oh.